So, hallo und herzlich willkommen zurück, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben in der letzten Folge erfahren, dass der Fisch, der jetzt hier quasi verteilt wird von der IOD, dass der vergiftet ist. Und ja, wir müssen jetzt der Universität einen Besuch abstatten, die Probe Bitte abgeben. Bitte helfen Sie einem Mitmenschen in Not. Nein, tue ich nicht. Und das bedeutet, wir müssen jetzt hoch zur Universität. Die ist aber ganz oben links, so wie es aussieht. Das bedeutet, wir müssen jetzt erstmal eine weite Reise auf uns nehmen. Aber wenn wir dann dort ein paar Schnellreisepunkte uns ergattern können, dann lohnt sich das auf jeden Fall. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt hier einfach mal direkt zu unserem befallenes Gebiet. Gibt es ja auch noch. Okay, dann meide ich dieses Gebiet vielleicht mal lieber. Ich sag mal so, unsere Ausrüstung ist zwar mittlerweile etwas besser als am Anfang noch, aber immer noch nicht gut. Von daher, ja, machen wir direkt mal weiter. Ansonsten, ich kann ja mal hier in meine Dinger reingucken, ne? Hier. Ja, also ich würde sagen, wir machen jetzt auf, quasi in dieser Folge auf jeden Fall erstmal weiter mit der Hauptmission, würde ich sagen. Ansonsten die Feldstudien. Wir können ja mal gucken, wo das ist. Und dann kann ich mir die Orte schon mal markieren. Dr. Grant hat mich darum, bat mich darum, mir ein Geschäft in der Ward Street zwischen im westlichen Teil von Reed High. Okay, westlicher Teil von Reed High. Wo ist das? Reed High ist, okay, ganz oben im westlichen Teil. Ah, guck mal, da kommen wir ja sogar hin, wenn wir jetzt zur Universität gehen. Das wäre ja perfekt. Also ganz ehrlich, das wäre ja super smart, Alter. Von daher, im westlichen Teil beziehungsweise Rai, Wobong und Sam Reed. Wobong und Sam Reed. Wo könnte das sein? Wobong und Sam Reed. Sam Reed ist hier und Wobong ist hier. Das heißt, hier potenziell. Wobei, nee, das mache ich anders. Hier setze ich mir... Hier. Ah, lol. Ah, guck mal einer an. Hier, guck mal, da kann ich mir sogar den Ort direkt markieren. Perfekt. Ward Street zwischen der Bourbon und Sam. Bourbon und Sam, wir müssen die Ward Street. Ward Street. Ah, guck mal hier, die Ward Street zwischen Sam. Okay, perfekt. Ah, guck mal, so kann ich mir also diesen Ort markieren. Perfekt. Okay, das ist ja genial gemacht. Das ist genial. Das war mir gar nicht klar gewesen. Das ist genial gemacht. Holy shit, das war mir so gar nicht klar gewesen. Okay, und dieses unheimliche Restaurant ist wahrscheinlich das andere, ja. Das ist ja genial. Das heißt, ich muss gar nicht wechseln. Alter, ich liebe dieses Spiel so sehr. Wobei ich immer noch nicht weiß, Willow Road zwischen, wobei unheimliche, da weiß ich, da muss ich erstmal den Bezirk wissen. Im östlichen Teil von Reed High? Also auch hier. Okay. Das ist ja der gleiche Bezirk zwischen der Herald und der... Okay, Bear... Okay, hier... hier sieht es dann böse aus. Zwischen der Herald und der Bullock. Herald, Bullock, Herald, Bullock. Herald, Bullock. Seht ihr das zufälligerweise? Müsste ja dann auch hier irgendwo sein. Oder war das im östlichen Teil? Nicht, dass ich jetzt Mist erzähle. Ah, im östlichen Teil. Ja... Jetzt müsste man natürlich noch einen Unterschied zwischen West und Osten kennen, Daniel, und dann wird ja auch was. Zwischen der, was war es gewesen? Zwischen der Herald Street, die haben wir jetzt schon, und Bullock Street. Herald und Bullock. Dazwischen. Ach, Willow Lane. Ah, hier, guck mal, perfekt. Also hier dann wahrscheinlich ist dann der Ort. Okay. Ja gut, dann machen wir uns jetzt erstmal auf den Weg zur Universität und danach machen wir da links mal einen Abstecher und dann passt das doch. Okay, wunderbar. Ja, ein kleines bisschen Ordnung muss schon sein. Und dann können wir da so einen schönen Bogen vielleicht sogar laufen. Das wäre geil. Das wäre der Hammer. Und dann könnten wir da dann so ein bisschen die Gegend erkunden, Schnellreisepunkte sammeln. Ah, es wird ein Traum. Ich liebe es. Wir müssen halt immer weiter ausschauen nach den Telefonzellen halten. Ansonsten wäre das ja alles nix. Aber ich glaube, der smarteste Weg ist, hier jetzt das Boot zu nehmen. Ah, ja. Anders wird das nix. Okay, so, na dann, würde ich sagen, nochmal ganz kurz gucken. Okay, hier unten ist ein Schnellreisepunkt, das heißt, hier werde ich auf jeden Fall mal langfahren. Und dann werde ich mal gucken, ob ich da einen Schnellreisepunkt finde. Das wäre nämlich genial. Also ich muss sagen, es macht einfach Spaß. Und die Open World ist groß, aber ich finde sie überschaubar und das gefällt mir. Und allein die Tatsache, wie du so jedes Mal so dieses Erfolgserlebnis hast und eine Adresse findest, ich finde, das hat einfach was.
finde, das ist einfach ein schönes Spielprinzip, wenn man dem Spieler sehr, sehr viel Kontrolle überlässt und dem Spieler auch was zutraut. So, man hätte das ja jetzt auch so machen können, dass das Spiel mir einfach die Orte alle vormarkiert mit einem Marker, so, und dann kann ich ja direkt hin, aber nee, das muss ich mir selber quasi erarbeiten, dieser Marker. So, und ja, ich weiß, es ist jetzt keine Raketenwissenschaft, diesen Ort da zu finden, so, aber es ist so ein kleines bisschen so kleine Detektivarbeit, so, ne, so, ja, es ist, ja, eine richtige Detektivarbeit ist es eigentlich auch nicht, aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Es ist einfach so, man macht etwas, so, man hat ein Erfolgserlebnis und das funktioniert so, und dann finde ich es schön und dann passt es auch. So, dann gehen wir jetzt einmal hier rein. So, hier können wir einmal anlegen. So, zack. Und dann gehen wir hier einmal hier drüber. Und da vorne sehe ich doch, glaube ich, schon eine Telefonzelle, oder? Oder war das eine Bushaltestelle? Ja, scheiße, es war eine Bushaltestelle, glaube ich. Okay, und hier ist allgemein, hier steppt der Bär. Okay, ich glaube, hier bin ich ganz schnell wieder weg. Oh Gott, das ist ein riesiges Viech. Okay, wir haben... Okay, lalalala. Ja, ja, ich hau ab. Ich hau ja schon ab. Ach du heilige Scheiße. Okay, weg, 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 weg. Okay, nee. Ja gut. Oh Gott. Okay, ganz kurz. Zack, und jetzt hier hoch. Und weg, und weg, und weg, und weg. Eieieiei. Und tschüss, ich bin durch. Weg, oh, weg, weg, weg. Vollgas, Vollgas, Vollgas. Ja, Vollgas. Geschafft. Was soll ich sagen? Bist du glücklich? Bin ich schon. So, haben wir das auch geschafft. Sind wir durch dieses Gebiet durch und jetzt ab zur Universität. Jawohl, neuer Ort, befallenes Gebiet. Naja, gut, hier ist es nicht befallen, aber das andere Gebiet da unten war befallen. Okay. Okay, wo ist denn hier jetzt die Telefonzelle? Nee. Nein, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Na ja, gut, andererseits zu sagen, dass ich es nicht wollte, wäre jetzt schon ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Okay, hier dahinter sind quasi, hier ist befallenes Gebiet, hier muss man vorsichtig sein. Ja, können wir mal ein kleines Foto machen. So, weiter geht's. Okay, hier unten ist keine Telefonzelle. Ich hoffe, dass hier vorne am Platz eine zu finden ist. Das wäre sehr, sehr gut. Damit wir hier auch relativ schnell wieder wegkommen, wenn es sein muss. Weil ich jetzt hier noch keine sehe. Okay, die Universität. Ich würde erstmal ein kleines bisschen hier einmal kurz den Platz ablaufen und mir mal so ein bisschen den Überblick von dieser Gegend hier verschaffen. So wie ich das in dem anderen Bezirk auch gemacht habe. Einfach, dass wir auch mal so ein bisschen die Gegend hier gesehen haben. Hier können wir ja mal gucken, was der Händler so hat. Nur heute reduziert. So. Eingesackt. Sie finden bestimmt etwas, das Ihnen gefällt. Billiger ist's nirgendwo. Ja, das glaube ich. Das ist aber nichts Positives, junger Mann. Okay, ich guck mal ganz kurz die Straße hier runter. Nee, aber mehr als heruntergekommene Geschäft oder so ist hier nicht. Nee, hier ist eher gar nichts. Hier ist eine Uhr, hier ist... Nee. Das sieht alles nicht so prickelnd aus, muss ich ehrlich gestehen hier. Das ist alles heruntergekommen, das ist alles... Aber es gibt auch keine Telefonzellen. Zumindest keinen in Sichtweite. Oder ich habe sie übersehen, das kann natürlich auch sehr, sehr gut sein. Wahrscheinlich habt ihr schon wieder 5 Stück hier im Hintergrund gesehen. Ich kann mir das wieder vorstellen. Aber naja, so ist es halt. So ist das Leben, wie ich immer zu sagen pflege. Dann gehen wir ja weiter im Uhrzeigersinn, oder gegen den Uhrzeigersinn einmal hier rum. Und dann, ja genau, wir laufen hier einmal rum und dann gehen wir in die Universität rein, hätte ich gesagt. Besten Augment. Nur heute reduziert. Nur heute reduziert. Das ist so ein bisschen, naja, wie man es halt kennt, ne? Wir können ja mal hier und da mal noch ein paar Fotos machen. Fallendes Gebiet, neuer Ort. Ich brauche eine scheiß Telefonzelle, Leute. Wir bringen hier die besten, ja, die schönsten Orte bringen mir nichts, wenn ich nicht schnell reisen kann, ganz ehrlich. Darunter gehe ich jetzt nicht. Hier muss es doch am Hauptplatz eine Telefonzelle geben. Erzähl mir doch keinen Scheißdreck hier, Alter. Erzähl mir doch nix. Es ist halt so wichtig, diese Telefonzelle. Ansonsten würde ich hier gar nicht da jetzt so einen großen Heckmeck drum machen. Ich meine, vielleicht steht da auch eine direkt am Eingang. Kann natürlich auch sehr, sehr gut sein, aber... Tja.
Extrablatt, Extrablatt. Die wichtigsten Nachrichten des Tages. Wollen Sie eine Zeitung? Nee. Da! Oh, wuh. Da ist eine. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Habe ich die vorhin übersehen? Wahrscheinlich. Okay, neuer Schnellreisepunkt. Reed heißt sie. Oh, geklappt. Oh, ist das gut. Okay, dann können wir jetzt auch in die Universität gehen. Fantastisch. Oh, ist das schön. So, und rein hier in die gute Britze. Wegen Wartungsarbeiten geschlossen. Hallo. Willkommen in der Universität von Oakmont. Ja, das ist ja jetzt hier schon so ein Stereotyp, ihr Wichser, ihr Scheißentwickler. Ich hasse euch. Kennen Sie diese Flasche? Wissen Sie zufällig, woher sie stammt? Tut mir leid. Wir haben hunderte solcher Flaschen in der Universität. Und du bist eine davon. Können Sie mir sagen, was sie enthält? Sie brauchen eine Analyse. Ich bin mir sicher, jemand aus der medizinischen Fakultät kann Ihnen da weiterhelfen. Ja. Ich suche Professor Westerbrook. Wissen Sie, wo ich ihn finde? Sie sind derjenige, der ihm die Exemplare bringt? Exemplare? Oh, vergessen Sie's. Er ist in der medizinischen Fakultät. Ich zeige Ihnen, wo sie ist. Okay, wieder. Schönen Tag noch. Wiedersehen, Sir. Okay, neuer Ort, medizinische Fakultät. Die ist hier drüben, gehen wir da mal hin. Ich wüsste jetzt nicht, warum nicht. Ich meine, wir können natürlich mal ganz kurz, weil sie es halt gerade anbietet, mal einen kurzen Abstecher hier nach links zu der einen Wohnung machen. So weit ist es ja nicht. Ne? Das ist ja, hält sich ja alles in Grenzen wie die Stimmung in der DDR. Ne? Richtig. So, dann einmal hier runter, zack. Lol, das hat Leben gekostet? Um Himmels Willen. Na gut. Ich werde es überleben. Okay, hier kommen wir rein. Wunderbar. Ja, ich hab's befürchtet. Okay. Geschlossenes Geschäft. Wie bei mir in der Hose. Yes. Okay. So, dann gehen wir jetzt hier mal lang in den Hof. Okay, wo ist das Monster denn? Ja, wo ist denn das Monster? Was genau muss ich hier eigentlich machen? Augenblick. Hier. Okay, ich soll mich da einfach mal umsehen. Okay, ja, dann machen wir das. Patronenhülsen, Federn, Metallteile, Alter, stark. Ah, das ist wahrscheinlich hier hinter einer Wand, oder? Oder im Keller, es ist im Keller. Ich wette, es ist im fucking Keller, Alter. Ja, Schießpulver, okay, es ist... Okay. Oh mein fucking Gott. Okay, na, da müssen wir mit einer Handgranate ran, anders geht's nicht. Oh Gott. Und wechseln auf den Revolver. Oh Gott, lauf, 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 oh Gott. Oh mein fucking Gott. Okay, ich muss eine Falle aufstellen. Oh mein fucking LOL! Oh. Okay, wir haben es überlebt. Auch wenn das Ding ein absoluter Bullet Sponge ist, aber wir haben es überlebt. Sehr gut. Holy fucking shit, okay. Okay, unsere Welt kann sich jetzt nach und nach jetzt wieder beruhigen. Ja, wunderbar, sehr gut. Klasse, wunderbar. Okay, jetzt erstmal ganz tief durchatmen. Ganz wichtig. Okay. Was haben wir denn hier? Wir haben ein geschlossenes Geschäft, eine geschlossene Gesellschaft. Wir haben hier eine aufgetretene Tür. Wunderbar. Brief der Kultisten. Neubekehrter, die fruchtbare Mutter segnet dich. Dein selbstloser Dienst ist ihr nicht entgangen. Du wirst die Gelegenheit erhalten, dem inneren Kreis beizutreten und unsere Mutter mit deinen eigenen Augen zu sehen. Unsere Brüder haben die leblosen Körper ihrer verstoßenen Kinder bei sich. Erweise dich der fruchtbaren Mutter als würdig und verhilf uns zu einem Ort, an dem die leblosen Körper versteckt werden können, auf das sie für immer der Vergessenheit anheimfallen. Die fruchtbare Mutter wird dich dafür in ihre Arme schließen und großzügig beschenken. Was habe ich da gerade gelesen? What the fucking hell? Okay, gehen wir mal hier runter. Ja, hier sieht's doch schön aus, oder?
Barmherzige Mutter. Die fruchtbare Mutter verschlingt das Fleisch der Schwachen. Die fruchtbare Mutter schenkt dem Verschlungenen neues Leben, eine Neugeburt in mannigfaltigen Formen. Die fruchtbare Mutter hat viele Kinder und ihre Familie wird immer größer. Die fruchtbare Mutter ist gütig, da es niemanden verwehrt, ihr Kind zu sein. Bösartige Kinder werden jedoch geläutert und müssen auch draußen im kalten Licht darben. Verwahre die Geheimnisse deiner Mutter sicher in deinem Herzen und sie wird es dir mit der Ewigkeit danken. Ha. Okay, hier unten ist die absolute Hölle los. Dieser ekelhafte Schleim ist überall. Ich nehme eine Probe mit, damit Dr. Grant sie untersuchen kann. Ja, das hört sich gut an. Okay, hier haben wir noch ein Versteck von Sachen, das ist sehr gut. Patronenhülsen, sehr gut. Hier haben wir auch noch was, sehr gut. Okay, also zumindest findet man an solchen Orten auch ziemlich viel. Das finde ich sehr gut. Dann lohnt sich das halt auch, hier weiter auf Erkundungstour zu gehen. Der Schleim riecht sogar noch abscheulicher als ihre Körper. Ja. Aber ich bin ja noch nicht fertig hier. Okay, diese Zeichen hier, die finde ich sehr interessant, aber helfen die mir in irgendeiner Form weiter? Eigentlich nicht. Okay, habe ich jetzt die Schleimprobe? Ja, habe ich. Aber ich bin hier noch nicht fertig. Ich habe noch nicht alle Schlüsselhinweise erhalten. Aber tja, was macht man jetzt hier wieder, ne? Jetzt ist wieder die Frage, was habe ich übersehen? Habe ich irgendwas oben übersehen? Irgendwas hier unten übersehen? Tja, was habe ich übersehen? Ich glaube, hier unten habe ich nichts übersehen. Also ich glaube, egal was hier wäre, das wäre mir noch ins Auge gestochen. Mehr ist ja erstmal nicht. Es muss dann irgendwas oben sein. Hier war kurz was? Nee. Okay. Tja. So ganz fertig kann ich hier aber noch nicht sein. Aber hier ist halt nichts. Hier ist halt nur ein bisschen Ware. Hier ist nur ein bisschen... Diese Säcke stinken mehr als ein Fass voll mit vergammeltem Fisch. Oder Fisk. Wie auch immer. Okay. Ja gut, aber das... Der Schleim riecht sogar noch abscheulicher als ihre Körper. Ja gut, also wirklich weiterhelfen tut mir das jetzt nicht, um ehrlich zu sein. Ah, hier! Ah, okay, wunderbar. Schnell, bringt sie rein, bevor die Nachbarn uns bemerken. Sind das die Letzten? Okay, was haben wir hier noch? Hier haben wir was. Ich habe getan, was ihr wolltet, oder? Wann beginnt meine Einweihung? Und dann hier unten ist der letzte Punkt quasi. Ah. Okay, dann wollen wir mal sehen. Ja, das ist doch eigentlich offensichtlich, oder? Hätte ich gesagt, das hier ist die 1. Schnell, bringt sie rein, bevor die Nachbarn uns bemerken. Ich habe getan, was ihr wolltet, oder? Wann beginnt meine Einweihung? Dann hier unten ist dann die 3, das ist dann die Einweihung. Ja, oder macht Sinn. Alles andere wäre Quatsch eigentlich. Mitglieder eines Kults ließen im Keller des Geschäfts Leichen verschwinden. Aus irgendeinem Grund verschmolzen diese dann zu einem riesigen Monster. Ja, perfekt. Alle Hinweise gefunden, jawohl. Wunderbar. Geistig geht's uns immer noch prima. Ja, fertig hier, ne? Das war's. Haben wir das ab. Ja, sind wir hiermit fertig. Wunderbar. Das haben wir gemacht. Dann haben wir, genau. Dann können wir mit dem anderen weitermachen. So, dann haben wir den hier abgearbeitet. Das können wir löschen. Das heißt, würde ich sagen, gehen wir zur medizinischen Fakultät und dann mal gucken, wo es von dort aus weitergeht. Wie geht es eigentlich unseren Fähigkeiten? Na gut, wir brauchen immer noch ein bisschen. Aber gut, hey, wir haben jetzt 15% Bonus. Das heißt, wir müssen jetzt ballern, ballern, ballern. Jetzt lohnt es sich richtig. Jetzt lohnt es sich richtig, da weiterzumachen. Okay, bin ich schon dran vorbeigelaufen? Ja, so halb. Ich glaube, wir können hierüber abkürzen, über den Campus.
Ich könnte mal ein Medikit nehmen. Ja. Ja. Kann grundsätzlich nicht schaden. Da natürlich direkt mal ganz kurz in mein Inventar geguckt, kann ich. Ja, ich kann wieder eins herstellen. Sehr gut. Dann soll ich das auch auf jeden Fall tun. Ganz wichtig. Und vielleicht kommt, wenn ich direkt dabei bin, kann ich auch direkt hier wieder ein paar Dinger herstellen. Zack. Handgranate. Tja, da fehlen uns jetzt. Da fehlt uns Koordit und Stoff. Ja, wie auch immer man da rankommt. Schauen wir mal. Okay, dann gehen wir jetzt zur medizinischen Fakultät. Die müsste hier drüben sein, oder? Nein, gut, nicht ganz. Wobei, hier wird der Eingang sein, nehme ich mal stark an, oder? Der eine hat da kurz in der Luft geschwebt, aber anscheinend kommt man hier rein. Nee, okay, da müssen wir echt vorne rum. Ja gut, hätte ja genauso gut ein Eingang sein können. Und ich meine, ihr wisst ja, wie es ist, ne? Jeder Ausgang kann auch ein Eingang sein, wenn man nur fest genug ne? Anlauf nimmt. Von daher passt das. Dann gehen wir mal hier rein und gucken, was hier so los ist in der medizinischen Fakultät. Rein hier. Hallo. Ich grüße Sie, Sir. Willkommen in der medizinischen Fakultät der Universität von Oakmont. Ich heiße Samuel. Hallo, Charles Samuel. Reed, Privatdetektiv. Ich würde Sie gerne etwas fragen. Die Flasche. Kennen Sie diese Flasche? Vielleicht können Sie mir sagen, was sie beinhaltet. Die ist aus unserem Labor. Davon haben wir viele. Was Ihren Inhalt betrifft, ich müsste ihn genauer analysieren. Könnten Sie das für mich tun? So eine Analyse ist nicht ganz billig. Außerdem sind wir im Augenblick leider in gewisser Weise verhindert. Was ist los? In unserem Labor tummeln sich, nun ja, Kreaturen. Ja, Professor Westerbrook betritt mit seinen Forschungen Neuland und etwas ist schiefgegangen. Ja, das glaube ich. Enorm schiefgegangen. Ich könnte mich da Wenn ich mich als Kammerjäger betätige, würden Sie diese Analyse dann durchführen? Kostenlos? Unsere Mittel sind begrenzt. Sie würden der Wissenschaft einen wertvollen Dienst erweisen, Mr. Reed. Wäre das nicht genug? Dann soll sich die Wissenschaft selbst einen wertvollen Dienst erweisen. Na schön. Kümmern Sie sich um die Kreaturen und dann führe ich die Analyse für Sie durch. Ja, hier ist der Schlüssel zum Untergeschoss. Klingt nach einem fairen Deal. So, na dann, EOD ist banned. Der EOD ist verboten an alle Mitarbeiter und Studenten der Universität von Oakmont. Fortan ist die Erwähnung der Organisation eines jeden oberste Dringlichkeit, kurz EOD, auf dem Gelände der Universität verboten und kann zur Entlassung bzw. Exmatrikulation führen. Dies gilt auch für das Zurschaustellen ihrer Symbole, die namentliche Erwähnung derzeitiger oder ehemaliger Mitglieder und die Befürwortung ihrer Ansichten. Es sind Berichte eingegangen, wonach der EOD in ganz Oakmont unter dem Deckmantel der Wohltätigkeitsarbeit Einfluss auf die Menschen nimmt. Diese Organisation ist gefährlich. Verwaltung des Kuratoriums. Okay. Ja gut, die werden ihre Gründe haben. Aber so ganz sicher bin ich mir ehrlich gesagt nicht, was hier so vor sich geht. Aber gut, mal gucken, was es mit dem EOD auf sich hat. Machen wir auf jeden Fall hier erstmal weiter. Wir haben jetzt hier diese Probe, die muss noch, ja, so, zack. Dann können wir das hier anheften, Schlüssel zum Labor, zum Untergeschoss. Dann gehen wir hier mal rein. Und dann, ja, würde ich sagen, betätigen wir uns mal. Dann würde ich sagen, oh Gott, los geht's. Okay, den haben wir schon mal fast. Okay, sehr gut. Okay, den haben wir auch, sehr gut. Wir können hier schön unseren Headglitch spielen, den würde ich mal versuchen, weiter auszuspielen. Hier ist halt noch einer close und das ist ein richtig beschissener Engel. Okay, unser Auge hilft uns leider nicht im Kampf. Ja, wir können ihn hier in die Ecke locken. Jawohl! Die Monster im Labor sind tot. Perfekt. Wunderbar. Ja, wenn wir dann eh schon mal hier unten sind, können wir uns gleich noch ein bisschen umgucken, hätte ich gesagt. Das klingt fair. Zum Glück ist die Kreatur tot. Warum wird sie überhaupt hier aufbewahrt? Experimentprotokoll Teil 2. 10. März. Ohne die lästigen Reglementierungen kann ich nun endlich meine Experimente ohne Einschränkungen durchführen. Ich muss mehr herausfinden. Das Versuchsobjekt blieb am Leben, obwohl ich ihm die Hälfte der inneren Organe entnommen hatte. Fasziniert. Ich stehe kurz davor, die Biologie zu revolutionieren. Ich entwickelte eine Methode, mit der ich Gewebe reanimieren kann, selbst wenn es bereits seit mehreren Wochen abgestorben ist. Das ist monumental.
die Möglichkeiten, die sich dadurch bieten könnten, ob sich diese Methode auch auf den Menschen übertragen lässt? Ich brauche freiwillige Testpersonen. Ja klar, hey, ich lasse mir einfach mal so die Hälfte meiner Organe entnehmen und dann mal gucken, ob ich das überlebe. Alter, der Wichser. Okay, Teil 1, 2. März. Endlich habe ich ein lebendes Exemplar erhalten, wenn auch das bisher kleinste. Meine Mitarbeiter nennen es Mr. Handsome, aber ich muss mir eine offizielle Bezeichnung einfallen lassen. Die ganze Nacht habe ich mir Gedanken über einen Namen gemacht und mit ersten Experimenten begonnen. Die Kreatur hat sich als außerordentlich resistent gegenüber Säure, Stromschlägen und allen mir zur Verfügung stehenden Giften erwiesen. Ihr Gekreische wird mir jedoch nicht so schnell aus dem Kopf gehen. Gestern Nacht hatte ich eine Vision. Tausende Hände umhüllten mich wie eine Bettdecke und ich hörte einen Namen. Stygischer Schnitter. Ist ja alles. Sieht ganz schön teuer aus. Schrecklich. Die Universität von Oakmont verfügt über hohe finanzielle Mittel. Ja. Was wohl passiert, wenn man diesen Knopf drückt? Soll ich oder soll ich nicht? Ah. Im Zweifelsfall lieber nicht. Andererseits. Sehr verlockend. Wo gehen denn diese Leitungen hin? Das wäre ja mal interessant. Das geht hier ran. Okay, das hat irgendwas hiermit zu tun. Ich würde sagen, das mache ich nicht. Wie kann man so ein Ding auch nur anfassen, geschweige denn sezieren? Ja, man kann schon, wenn man möchte, glaube ich. Okay, also ich könnte jetzt noch mal auf diesen, also ich könnte auf den Knopf da drücken, aber das, ich glaube, das ist keine gute Idee. So, dann haben wir hier diese zwei Dinger, dann das hier. Ich habe ein Monster. Ich habe die Monster getötet. Ja gut, das lässt sich jetzt nicht miteinander kombinieren. Von daher gehen wir nach oben und dann schauen wir mal. So, jetzt können die ja endlich für uns die Probe analysieren. Wunderbar. So, Hallöchen. Das Labor ist wieder frei. Ihr Labor ist frei von sämtlichen Fremdkörpern. Ausgezeichnet, Mr. Reed. Sie haben uns sehr geholfen. Wäre voll geil, wenn wir die jetzt voll verarscht haben und dann sind immer noch die Monster. Ha. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Hier, die Flasche. Damit Sie die Analyse durchführen können. Richtig. Warten Sie hier. Sollte nicht allzu lange dauern. Okay. Na, was haben wir denn da? Wir haben unsere Analyse abgeschlossen, Sir. Es handelt sich um Rezin. Rezin? Ein äußerst giftiges Protein aus den Samen des Wunderbaums. Das Gift wirkt langsam, ist für Menschen aber tödlich. Sehr schlecht. Wo bekommt man Rezin? Man kann so ein Gift ja bestimmt nicht in der Apotheke kaufen. Also das hoffe ich zumindest. Ja, Rezin ist in der Tat schwer zu bekommen. Allerdings haben wir eine kleine Menge zu Forschungszwecken hier. Oder hatten. Aha. Ich fürchte, dass das Rezin aus unseren Beständen stammt. Das Etikett stimmt zwar nicht, aber die Flasche sieht definitiv wie eine von uns aus. Wo haben Sie sie her? Von einem Tatort. Jemand hat versucht, damit Fisch zu vergiften. Wie schrecklich. Hm. Ich muss jeden in der Universität davon in Kenntnis setzen. Tja. Wer hat Zugang zu dem Ort, an dem hier Gift aufbewahrt wird? Nur Professor Westerbrook hat den Schlüssel. Sein Büro ist oben, direkt neben dem von Professor Cavendish. Allerdings ist Professor Westerbrook nicht da. Er ist seit ein paar Tagen krank und Professor Cavendish ist im Urlaub. Wo wohnen Sie? Das weiß ich nicht, aber vermutlich irgendwo im Stadtteil Advent. Die meisten Lehrkräfte wohnen dort. Meine Wohnung brennt. Warten Sie, glauben Sie etwa, es war einer von Ihnen? Ich ermittle in alle Richtungen. Darf ich nach oben? In Ordnung. Das ist eine ernste Angelegenheit und ich will Ihnen helfen. Hier ist der Schlüssel. Aber bitte bringen Sie nichts durcheinander. Oh, das Bild hängt schief. Ich würde gerne noch einmal über Rezin sprechen. Sicher. Was möchten Sie wissen? Welche Symptome? Woran erkennt man, dass jemand mit Rezin vergiftet wurde? Es dauert mehrere Tage, bis sich die Symptome zeigen. Anfangs deutet alles auf eine ganz normale Erkältung hin. Aber dann kommt es zu inneren Blutungen und Organversagen, was schließlich zum Tod führt. Zu keinem angenehmen Tod, wohlgemerkt. Gibt es ein Gegenmittel für Rezin? Leider nein. Sobald es in den menschlichen Organismus gelangt, ist das das Todesurteil. Und damit hantieren die Man ja sieht also. Sich. Na klasse. Okay, gut, dann haben wir neue Hinweise für Gedankenspiele. Dann würde ich sagen, gehen wir mal nach oben und gucken uns hier mal ein bisschen genauer um. Dann haben wir jetzt natürlich den hier, den können wir anheften. Das hier, da sind wir gerade dabei. Gedankenspiele hat Zugang zu Gift. Ja, damit kann man jetzt ehrlich gesagt wenig hier mal anfangen. Wir müssen weiter ermitteln. Okay, dann haben wir das hier. Closed for Maintenance, Professor. Ja, wegen Wartungsarbeiten geschlossen.
Haben wir hier Professor Edwin Westerbrook. Okay, das heißt, wir gehen hier mal. Die Tür gibt nicht nach. Okay, so wie es aussieht, müssen wir also einmal zur Waffe greifen. Ah, ich muss aufs Schloss schießen. Wow. Die Flaschen sehen genauso aus wie die mit dem Gift. Ja. Ich hätte auch meinen Ziegelstein nehmen können. Merke ich gerade. Die Flaschen sehen genauso aus wie die mit dem Gift. Okay, mehr ist hier nicht. Zutritt für Unbefugte verboten. Okay, sehr gut. Was haben wir denn hier? Entwurf eines Artikels. Brüder und Schwestern zu persönlich. Meine amerikanischen Mitbürger, sie sind auch Amerikaner. Bürger von Oakmont, wie lange sollen wir noch dabei zusehen, wie diese fischgesichtigten Bast, durchgestrichen diese Meeresgestalten, wie lange sollen wir das noch hinnehmen? Diese vermaledeiten Degenerierten, die sich im IOD zusammengerottet haben. Okay. Er hat ja einen richtigen Hass gegen die, der Cavendish. Okay. Ah, hier, ah, so. Sollte für die Fertigung eines Zweitschlüssels reichen. Aha. Gedankenspiele, so. So nämlich. Gesammeltes. Wir haben Dokumente, Entwurf eines Artikels, Gedankenspiele. Ja. George Cavendish, ein Professor an der Universität von Oakmont, war derjenige, der das Gift entwendete. Er fertigte einen Zweitschlüssel zum Lagerraum mit den Giftbeständen der Universität an. Einer seiner Studenten vermutet, dass er irgendwo im Bezirk Advent wohnt. Ja, gut, aber... Ja gut, das ist ja jetzt quasi gar nichts, was wir jetzt haben. Das ist ja eine absolute Nullnummer, ist ja Luft. Einer seiner Studenten vermutet, dass er irgendwo im Bezirk Advent wohnt. Der wird doch riesig sein. Ja, das kann man nicht. Ich wollte es einfach mal machen, dass wir es gemacht haben. Scheiße. Okay, der wohnt irgendwo im fucking Advent. Willst du mich verarschen? Ja, das ist sehr schlecht. Ja, da muss ich mal im Rathaus wahrscheinlich nachfragen, oder? Anders wird das ja nix. Scheiße. Okay, alle Schlüsselhinweise gefunden. Ja, okay. Na, dann können wir gehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. War schön hier, aber so wirklich weitergeholfen hat mir das jetzt nicht. Naja, gut. Machen wir halt einfach mal noch ein Foto für die Ewigkeit. Zack. Sind hier quasi auch die Paparazzi. Tja, was machen wir denn? Wohnhaft im Bezirk Advent. Tja, dann würde ich mal sagen... Dann machen wir jetzt in der nächsten Folge, machen wir jetzt hier mal einen Abstecher hier hin. Hier feldstudienmäßig. Ich nahm eine Schleimprobe, genau. Genau, dann gehen wir nämlich hier hin. Das haben wir dann nämlich auch auf der Karte. Genau. Dann gehen wir hier oben hin und dann teleportieren wir uns hier hoch, gucken uns das hier oben an und dann anschließend gehen wir runter zum Advent. Das ist der Plan. Mal gucken, ob ich den so durchführen kann. Ich meine, was soll ich so noch sonst noch großartig sagen? Also grundsätzlich macht es weiterhin unfassbar viel Spaß. Ich fand jetzt so die Rätsel und so jetzt in dieser Folge fand ich sehr, sehr cool. Auch der Kampf, der war echt sehr, sehr... Naja, da war mal was anderes gewesen, sagen wir es mal so. Ne? Diese riesigen Viecher. Mal gucken, ob wir da in Zukunft gegen mehrere vielleicht sogar kämpfen müssen. Auf jeden Fall müssen wir weiterhin auf unsere Ressourcen aufpassen. Da könnt ihr euch sicher sein. Und ja, von daher vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. In dem Sinne, habt einen schönen Tag, eine schöne Woche, einen schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss!